Bald steht das Zollauswahlverfahren wieder an und genau deshalb informieren wir dich in diesem Video hier über das Berufsbild des Zollbeamten. Dabei steht heute der mittlere Dienst im Fokus. Viel Freude! Hallo, ich bin der Chris von Testhelden und wir helfen dir dabei, perfekt vorbereitet in dein Zollauswahlverfahren zu starten. Dafür solltest du dir unbedingt mal unseren Online-Testtrainer anschauen. Den Link dazu und alle wichtigen Infos gibt es direkt unten in der Videobeschreibung. Wir starten jetzt aber erstmal mit den Aufgaben, die dich im mittleren Dienst erwarten. Die Ausbildung als Zollbeamter im mittleren Dienst besteht zu gleichen Teilen aus Theorie und aus Praxis. Den praktischen Teil kannst du zum Beispiel bei Hauptzollämtern, beim Zollkriminalamt oder beim Wasserzoll absolvieren. Deine Hauptaufgabe ist es, in diesem Berufsbild darauf zu achten, welche Personen und Waren nach Deutschland kommen. Dafür bist du zum Beispiel dann an Flughäfen, an Seehäfen oder auch auf Autobahnen im Einsatz. Da dauernd Menschen ein- und ausreisen, bist du zu jeder Tages- und Nachtzeit sowie auch mal am Wochenende im Einsatz. Du durchsuchst dann Fahrzeuge und Gepäckstücke und überprüfst Pässe und auch Genehmigungen. Manchmal besuchst du auch Unternehmen, Betriebe oder Baustellen und überprüfst dort, dass keine Schwarzarbeiter tätig sind. Zusätzlich dazu erwarten dich aber auch noch andere Aufgabenbereiche. Der Zoll ist zum Beispiel für die sogenannte Verbrauchsteuer zuständig. Das heißt, er kümmert sich darum, dass beispielsweise Steuern auf Tabak, Energie oder auch Strom oder auch die Kfz-Steuer erhoben werden. Diese Aufgabenbereiche zeigen, dass du beim Zoll also auch im Innendienst arbeiten kannst, zum Beispiel eben in den Bereichen innere Verwaltung, Organisation oder auch Sachbearbeitung. Den theoretischen Teil der Ausbildung zum Zollbeamten im mittleren Dienst verbringst du im Unterricht in einem Bildungs- oder Wissenschaftszentrum der Bundesfinanzverwaltung. Da lernst du zum Beispiel alle wichtigen rechtlichen Grundlagen und Gesetzestexte kennen, etwa zum Zolltarif oder Ausländerrecht. Den Umgang mit der Waffe lernst du übrigens auch, allerdings erst nach deiner Ausbildung, sofern du im waffentragenden Bereich eingesetzt wirst. Denn nicht immer reagieren die Reisenden, die du überprüfst, auch freundlich. Es kann vorkommen, dass sie die Zusammenarbeit verweigern oder gar handgreiflich werden und du sie daraufhin festnehmen musst. Natürlich gilt hier aber immer Deeskalation vor Gewalt, trotzdem musst du natürlich auf alles vorbereitet sein. Die Ausbildung im mittleren Dienst dauert 2 Jahre. Um für den Vorbereitungsdienst überhaupt zugelassen zu werden, musst du ein paar Voraussetzungen erfüllen. Zuerst einmal brauchst du mindestens einen Realschulabschluss. Wenn du einen Hauptschulabschluss hast, musst du zusätzlich noch eine abgeschlossene Berufsausbildung aus dem rechtlichen oder kaufmännischen Bereich vorweisen können. Außerdem musst du die deutsche oder eine andere EU-Staatsbürgerschaft besitzen und darfst nicht vorbestraft sein. Weil der Job oftmals sehr anstrengend ist, wird außerdem das deutsche Sportabzeichen mindestens in Bronze verlangt. Deine Augen sollten übrigens ebenso in Topform sein wie dein Körper. Eine Mindestanforderung an deine Sehstärke oder Körpergröße gibt es allerdings nicht mehr. Das wäre es erstmal für heute. Sieh dir aber auf unserem Kanal hier auf YouTube unbedingt noch die anderen Videos an. Wir werden in den nächsten 2 Wochen hier auf unserem Kanal eine Menge Trainingsvideos mit Inhalten, Fakten und nützlichem Wissen und natürlich Erfahrungsberichten zum Thema Zoll für dich zur Verfügung stellen. Also abonniere den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann gleich beim nächsten Video wieder. Bis dann!